never stop. Every shot from the top. Neuen Video. Erste Mal Wintercamping mit Schnee. Oh. Wir sind in Balderschwang und über Nacht hat es, glaube ich, 30 cm geschneit. Gestern Abend war nur so leichter Schneeregen oder Graupel und jetzt schneit es richtig. Wir haben heute Morgen aufgemacht und da ist der Schneepflug schon gefahren und dann haben wir gesehen. Es ist ganz schön hoch. Ja. So, und ich gehe jetzt erst einmal raus, mal gucken, weil wir kriegen nicht mal die Trittstufe raus, weil es so hoch ist. Ich muss erstmal ein bisschen Schnee auf die Seite schaffen. Und dann zeige ich euch von draußen noch ein bisschen was. Ich glaube, meine Mädels wollen noch im Warmen bleiben. Ja. Oder eben? Ja. Also ich auf jeden Fall schon. Aber später gehen wir bestimmt wandern. Schnee wandern? Ja. Und wenn es klappt, vielleicht morgen sogar Skifahren. Die Piste ist noch nicht präpariert. Ich denke, das werden sie heute machen. Und dann schauen wir mal. Und du, Mama? Mhm. Da sind wie Schnee da draußen. Chef? Raus. Ich gehe schon. Ja, bisschen Schneesturm. Also hier ist der Schneepflug schon gefahren. Ja, ich glaube, es hätte keiner gedacht, dass so viel schneit. Hier kann man normal die großen Wohnmobile parken. Wir sind rückwärts runtergefahren auf den Stellplatz, weil ich einfach ein bisschen Aussicht haben wollte und jetzt nicht direkt oben an der Straße stehen wollte, was vielleicht ein Fehler war. Aber der Schnee soll ja nicht lang so bleiben. Was hier schön ist, da ist auch eine Sauna dabei und Toiletten und Duschen. Duschen kostet 1 Euro. Toilette ist klar kostenlos. Ja, da unten stehen wir. Sieht man hinter dem Wohnmobil. Es sind nicht viele da, aber es ist echt, ja, es schneit schon richtig. Ich habe jetzt gerade gefragt, man kann hier eine Karte beantragen. Eine Gästekarte, dann kann man da vorne mit dem, hier vorne ist die Bushaltestelle, dann kann man mit dem Bus weiterfahren ins nächste Skigebiet, ist nicht weit und die haben bisher immer, ja, konnten bisher jeden Tag Skifahren. Ich denke, das werden wir morgen machen. Was da ist, also viele Autos haben umgedreht, weil Schneekettenpflicht ist und die Straße ziemlich dicht bedeckt ist, also deswegen, das wird schwierig werden, da hochzukommen mit dem Wohnmobil. Deswegen, wie gesagt, werden wir das mit dem Bus, denke ich, morgen machen, mal mit den Mädels sprechen, was die vorhaben. Laufen wir mal runter. Mal gucken, wie das... Also hier wurde erst vor einer Stunde geschippt. Ich habe jetzt auch mit einer Tupperdose um unser Wohnmobil mal freigemacht, dass wir da drum rumlaufen können. So, man muss schon sagen, ja, für die Optik ist der Schnee echt schön. Für uns, wo wir das erste Mal Wintercamping machen oder ja, im Schnee campen, ist es schon, ja, was Neues. Ich glaube, da sieht man oben, wie viel es wirklich geschneit hat. Ja, wir sind hier zu viert, 4 andere Leute. Bus fährt auch schon, also der Bus fährt. Amy ist auch happy. Gehen wir mal wieder rein, sprechen wir mal das Skifahren mit den Mädels ab. Mädels, was machen wir jetzt? Wir spielen jetzt erstmal eine Runde im Warmen. Und dann? Und dann muss unser Papa noch ein bisschen Bachelorarbeit schreiben. Nee, wandern machen wir, glaube ich, danach. Dann können wir auch deinen Schlitten auspacken, deinen Poporutscher. Na gut, dann gehe ich hier im Frühjahr raus. Das kannst du ja. Das kannst du ja. Und dann gehen wir morgen Skifahren? Ja. Ja. Ich glaube, das probieren wir aus. Ja, mit dem Skibus. Mhm. Ab auf die Piste!
Wir sind eine Runde spazieren bzw. wandern und haben kurz bei einem Hofladen gehalten, haben da frische Eier für morgen früh geholt und einen guten Bergkäse. Ist eine Selbstbedienung, echt cool hier. Ist auch nicht weit weg vom Stellplatz. Ein Kilometer vielleicht? Ja. Oder? Ja. Ey, wie gefällt's dir? Toll. Schön, gell? Und es schneit immer weiter. Es wird immer mehr, immer mehr. Man sieht's am Auto. Jetzt gucken wir noch, dass wir irgendwo rutschen können, oder? Mit deinem Popo-Rutscher. Ja. Perfekt. Ich mache euch den Link von dem Hofladen in die Beschreibung rein. Und wir gucken jetzt weiter, dass wir endlich einen Berg finden, wo wir auch rutschen können, weil der Schnee ist ziemlich nass. Sprich, es rutscht nicht ganz so gut. Schöne Schneewanderung, vor allem wenn man als erstes durch den Schnee tappt. Fast bis. Ich hab super Schuhe dazu an. Nicht! Sneakerschuhe! Selber schuld, wenn man nicht richtig einpackt. Ah, Hauptsache, ihr seid gut eingepackt. Ich hab's gesagt, du solltest dir lieber. Wir haben eigentlich besprochen, dass wir wandern gehen. Aha. Okay. Boah, das wird wieder tief. Hier war schon jemand wandern, aber es ist einfach schön, so eine Landschaft. Vor allem, wo, das ist der Weg, wo wir auch gelaufen sind, Schatz. Ja, ach, ich glaube, geht einfach hin. Ja, da geht es auch Richtung Wohnmobilstellplatz wieder rüber. Da lauf uns auch rüber, weil ich habe Schuhe oben in der Oberkante Schnee drin. Komm, wir laufen. Okay, jetzt weiter geht's. A heart speed. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Nächsten Tag. So, Amy hat schon das Feuer angemacht. Guten Morgen. Morgen. Freust du dich auf Skifahren? Ja. Ja, bei dem herrlichen Wetter. Schaut mal raus. Habe ich vorher schon gezeigt. Ah, okay. Wir tun jetzt noch, ich habe Brötchen geholt. Und was ich euch ganz wichtig zeigen wollte, das ist Tradition bei uns, das sind, wir nennen sie englische Eier. Das hat früher meine, wo ich mit meiner Oma in England war, haben wir das mitgenommen. Das ist so ein, ja, ein Topf, wo man dann die Eier hier reinmacht. Die Amy zeigt's. Aber aufpassen, das ist heiß. Zu ein. Genau. Da tut man Wasser rein, dann tut man hier ein bisschen Butter und dann tut man das Ei reinschlagen. Macht den Deckel drauf und dann 5 bis 6 Minuten. Wie beim gekochten Ei. Wie beim gekochten Ei. Das ist eigentlich Tradition bei uns im Wohnmobil. Gibt es eigentlich fast jeden Tag. Jetzt tun wir uns stärken. Dann geht's ab auf die Piste. Let's go. Let's ski. Oder wie sagst du immer? Hey ho. Let's go. Hey hi. Let's ski. Banana. So, wir warten an der Bushaltestelle. Auf den Skibus, der ist mit der Gästekarte umsonst. Sind glaube ich auch nur 2 Haltestellen, oder Schatz? Ja, Gras Gehren heißt das Skigebiet. Perfekt. Amy ist happy. Endlich. Und sie ist schon so gewachsen, ihr neuer Skianzug passt. Haben wir extra letztes Jahr im Sale gekauft. Das sind ja Schwaben, Barfuß. Aber auch die Aussicht, Hammer. Hätte ich nicht gedacht, dass wir Ende März noch Skifahren können, du? Mhm. War doch gut, dass ich es mit eingepackt habe. Ja, aber wenn es nur ein Tag ist. Aber egal. Dann müssen wir mal schauen, wie wir weiterfahren. Wo wir hinfahren. Was sind eure Wünsche? Italien. Italien, Italien? Italien, Italien. Hauptsache Fahrradfahren. Oder?
bisschen biken. Ja, gucken wir heute Abend mal. Jetzt warten wir erstmal auf den Bus. Warten wir mal. Schön, aber viel zu warm zum Skifahren. Viel zu warm. Es sind 3 Lifte. 2 Schlepplifte und ein Sessellift. Ja, oder? Piste ist eigentlich ganz okay. Leicht, Puderschnee. Aber macht Spaß. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Wie gefällt es dir, Emmy? Aber manche Pisten, die haben halt, also die Lifte, da die Strecken, die sind halt nicht so gut, weil da sind halt Rillen drin, weil die ganze Zeit die Sonne scheint. Ja, es ist also relativ warm. Ja. Und es ist halt schwierig dann da. Aber man muss schon sagen, es ist eher für die Skifahrer gemacht, die Pisten. Weniger für die Snowboarder. Viele Ziehwege. Aber auch gut für Anfänger, würde ich sagen, oder? Von den Parkplätzen muss man ganz ehrlich sagen, für Wohnmobile geht es nicht hier. Da ist einfach viel zu viel los. Deswegen, ich glaube, so wie wir es gemacht haben, mit dem Bus hierher fahren, ist die beste Möglichkeit. Ja. Alles, was möglich ist, ist klar VW-Bus oder Vito. Was Camper betrifft, mehr Größe geht nicht. Wir machen jetzt Pause und dann geht es nochmal weiter. Jawohl. Bei dem geilen Wetter. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts run. So, unser Skitag geht zu Ende. War wunderschön. Super Bedingungen hat man gehabt. Natürlich neue Schnee von gestern. Und jetzt lassen wir es schön ausklingen. Tochter sitzt im Wohnmobil und klingt da aus. Und wir klingen hier schön in der Sonne aus. Und überlegen uns, wo wir morgen hinfahren. Genau. Aber das werdet ihr im nächsten Video dann sehen, wo wir hinfahren. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Ist auf jeden Fall ein Ausflug wert hierher. Auch zum Wandern und Biken dann, wenn der Schnee weg ist. Der Schwabenhof hat jetzt 3 Wochen zu nach Ostern und dann ab Mai geht's wieder los. Und dann könnt ihr gern vorbeikommen. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Auf jeden Fall. Mit Saunalandschaft neu seit Ende Dezember, glaube ich, offen, gell? Ja, habe ich vorher auch schon gesagt. Da gehen wir nachher auch noch hin. Ja, das müssen wir nochmal machen. Auf jeden Fall. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dahin.